Dieses Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Mars Hydro. Besuche marshydro.com und spare 3% bei deinem nächsten Einkauf mit dem Code Florian Gärtner. Mehr dazu später. Moin Leute, ich hatte mal vor einiger Zeit ein Video gemacht über eine günstige LED-Wachstumslampe. Leider war diese Lampe nicht sonderlich gut. Ich wollte mal aber eine vernünftige LED-Wachstumslampe testen. Und das haben sich die Kollegen von Mars Hydro nicht zweimal sagen lassen und haben das hier vorbeigeschickt. In diesem Karton befindet sich die TS600 Vollspektrum 100 Watt LED-Lampe von Mars Hydro. Und die wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Der Lieferumfang ist eher überschaubar und zweckmäßig. Neben einer mehrsprachigen Anleitung, die übrigens gut zu verstehen ist, wird die Lampe komplett mit einem praktischen und höhenverstellbaren Aufhängesystem geliefert, obwohl die Verbindung zur Lampe ein wenig labbrig wirken. Insgesamt soll das System 68 kg tragen können. Das sollte für die 35 cm lange, 31 cm breite und 3,6 cm hohe und gerade einmal 900 Gramm leichte Lampe also kein Problem sein. Das ist ganz schön leicht, oder? Die Gewichtsersparnis lässt sich auf das komplett passiv gekühlte Design der Lampe zurückführen. Keine zusätzlichen Kühlermellen und keine surrenden Lüfter sind notwendig. Das heißt im Klartext, dass die Lampe komplett geräuschlos im Betrieb ist. Das ist großartig. Perfekt geeignet für die Wohnung. Doch wohin mit der überschüssigen Wärme? Diese wird über das robuste, komplett aus Aluminium bestehende Gehäuse gut abgeleitet. Ja, das solltet ihr während des Betriebes lieber nicht berühren. Durch die Größe der Lampe könnt ihr eine Fläche von 70x70 cm beleuchten und das breite, sonnenähnliche Spektrum der Lampe erlaubt es euch, diese sowohl für die vegetative als auch für die generative Phase einzusetzen. Das Herzstück der Lampe ist das spritzwassergeschützte und gut bestückte LED-Panel mit insgesamt 240 Hochleistungs-SMD-LEDs mit einer Gesamtleistung von 100 Watt. Das entspricht der Leistung einer 150 Watt Natriumdampflampe. Der Schutzfilm über dem Panel ist so glatt, den möchte man am liebsten die ganze Zeit berühren. Das Stromkabel ist robust, wenn auch ein wenig kurz für meinen Geschmack. Im Großen und Ganzen strahlt die Lampe eine robuste und hochwertige Verarbeitung aus. So viel nun zur Theorie. Für den praktischen Test benutze ich ein 60x60x160 cm großes Zelt mit verspiegelten Innenseiten und seitlichen Lüftungsschlitzen sowie Vorrichtung für eine aktive Belüftung. Ihr könnt auch die Box weglassen, nur könnte euch dann das helle Licht stören und die Wachstumsbedingungen wären nicht ideal. Die verspiegelten Seiten sorgen für eine bessere Rundumbelichtung und in der ganzen Box herrscht ein Mikroklima, perfekt angepasst für eure Pflanzen. Apropos Pflanzen, die müssen dann natürlich auch rein. Als lichtintensive Kultur habe ich einmal Basilikum und Pflücksalat ausgewählt, sowie ein Paradieschen, die ich noch übrig gehabt habe, und als Zierpflanze Löwenmäulchen. Ob die was werden, wird sich ja zeigen. Und wer sich jetzt denkt, Mensch, das wird aber ein ganz schön teurer Salat werden, mein lieber Herr Gesangsverein, der hat wohl möglich recht. Aber ihr könnt ja die Pflanzen reinpacken, die euch am liebsten gefallen. Wahnsinn, oder? Okay, zum Thema Mikroklima. Hierzu zählen die Wachstumsfaktoren Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Licht ist dank der TS600 ja genug da. Die Temperatur sollte bei der Anzucht bei rund 29 Grad Celsius liegen. Für das weitere Wachstum kann die Temperatur auf 23 bis 25 Grad Celsius abgesenkt werden. Eine Faustregel solltet ihr dabei beachten. Je wärmer ihr die Pflanzen haltet, desto mehr Licht benötigen diese auch, damit sie nicht vergeilen. Die Luftfeuchtigkeit sollte in etwa bei 60-70% liegen, also über Raumniveau. In einem relativ kleinen und geschlossenen System, wir sprechen hier gerade mal von 0,5 Kubikmetern, ist der Luftaustausch von immenser Bedeutung. Für ein gutes und gesundes Wachstum benötigen die Pflanzen CO2. Ich benutze 3 12 Volt Computerventilatoren, die ich aber nur mit 9 Volt betreibe. Dadurch drehen diese nicht ganz so hoch und laufen ruhiger. Gleichzeitig bekommen die Pflanzen einen leichten Luftstrom ab.
Dieser bewirkt, dass das Pflanzengewebe gefestigt und die Pflanze so weniger anfällig fürs Umknicken und für Krankheiten wird. In der Regel braucht ihr nicht zusätzlich zu heizen, da die Lampe genug Wärme abstrahlt. Und nachts, wenn die Lampe aus ist, sollte die Temperatur eh um 2 bis 3 Grad Celsius abfallen, damit die Pflanzen zur Ruhe kommen und sich nicht überwachsen. Ein Video zu den einzelnen Wachstumsfaktoren verlinke ich euch hier oben. So viel nun zum Aufbau. Jetzt heißt es aussehen und abwarten, bis die Pflanzen keimen. Bei Mars Hydro bekommt ihr alles, was ihr für ein gesundes Pflanzenwachstum braucht. Eine Vielzahl von Lampen mit unterschiedlichen Leistungen und Spektren erwarten euch. Besucht also marshydro.com und bekommt 3% Rabatt auf euren nächsten Einkauf mit dem Code Florian Gärtner. Mit AE geschrieben. Link dazu in der Videobeschreibung. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem nächsten Video wieder. Also, bis dahin macht es gut. Ciao.